Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf den Zuschauerrängen hier oben. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Demokratie täglich Angriffen ausgesetzt ist. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Grundwerte, und damit meine ich vor allen Dingen auch unsere Grundrechte, auch täglich angegriffen werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier an dieser Stelle heute klar machen, dass wir Verunsicherung, Hass und Hetze nur mit einer klaren Haltung und dem Engagement für Sicherheit begegnen können. Und wenn ich Sicherheit in der Debatte zum Bundeshaushalt des Bundesarbeits- und Sozialministeriums unter der Federführung von unserem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in den Mund nehme, meine ich als Sozialdemokratin vor allen Dingen eben auch soziale Sicherheit, weil sie war gestern wichtig, ist heute wichtig und ist auch morgen wichtig. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben sie zu jedem Zeitpunkt im festen Blick, weil es geht konkret darum, machen wir das Leben der Menschen jeden Tag Schritt für Schritt besser. Und genau das diskutieren wir heute in diesem Bundeshaushalt. Und lassen Sie mich dazu kommen, wo wir das tun. In dieser Debatte wurde schon mehrfach angesprochen, dass wir über den Sommer eine engagierte und, wie ich finde, eine sehr gute Debatte über die Sicherheit der Rente, die den Generationenvertrag neu begründet, geführt haben, auf Initiative von Olaf Scholz, dem Vizekanzler dieser Bundesregierung. Und ich bin dankbar, dass wir diese Debatte führen, weil soziale Sicherheit, und das haben wir in der Koalition ja in der letzten Legislatur gelernt, wir haben gelernt, dass es nicht nur darum geht, mit konkreten Gesetzen soziale Sicherheit umzusetzen. Da waren wir auch in der letzten Legislatur engagiert und unter unserer Sozialministerin Andrea Nahles und Arbeitsministerin, sondern wir müssen auch die Debatten über die Zukunft in diesem Land führen. Und ja, wir haben eine Rentenkommission gemeinsam gegründet. Ich darf Mitglied dieser Rentenkommission sein für die Zeit nach 2025. Aber es ist doch auch wichtig, dass die Menschen in diesem Land mit uns diskutieren, was heißt Generationengerechtigkeit, was heißt es, wenn wir nicht jung gegen alt ausspielen. Und was heißt es, wenn wir Sicherheit in die erste Säule der gesetzlichen Rentenversicherung in diesem Land haben wollen? Und genau das haben wir getan. Und in diesem Haushalt findet sich der erste große Schritt auf dem Weg dahin. Arbeitsminister Heil hat es schon ausgeführt, deshalb muss ich es nicht mehr in den Details ausführen. Aber wir schaffen die doppelte Haltelinie bis ins Jahr 2025. Das heißt, endlich steigen die Renten wieder wie die Löhne. Das ist ein neues Versprechen an Alt und Jung in diesem Land. Und wir schaffen die doppelte Haltelinie. Also auch die Beitragssätze bleiben stabil. Und wir schaffen zum allerersten Mal, dass wir durch Steuergelder eine Demografierücklage aufbauen. Das wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig erwähnt. Also wir schaffen da ganz konkret soziale Sicherheit und treten damit auch engagiert den Angriffen an unsere Demokratie jeden Tag entgegen. Wir machen den sozialen Arbeitsmarkt, zweiter wichtiger Punkt. Wir haben 13 Jahre gebraucht, oder ich persönlich 13 Jahre, meine Kolleginnen von CDU und CSU vom Konzept des sozialen Arbeitsmarktes als gesetzliche Grundlage zu überzeugen. Und es geht dabei darum, dass Menschen, die am Rand in diesem Land stehen, endlich eine würdevolle Arbeit bekommen, eine Arbeit mit einem Arbeitsvertrag, die Perspektiven liefert, die ihnen auch wieder einen Grund gibt, mit dabei zu sein in dieser Gesellschaft. Ich finde, das ist einfach eine ganz große Errungenschaft, weil wenn wir über soziale Sicherheit reden, dann geht es nicht nur darum, ob die Leute Geld von diesem Sozialstaat bekommen, sondern ob sie Teilhabe und Chancen und neue Perspektiven bekommen. Und genau das schaffen wir mit diesem sozialen Arbeitsmarkt. Und weil in diesem Haushalt findet sich darin 1 Milliarde von den 4 Milliarden, die wir gemeinsam in der Koalition verabredet haben. Das ist gut. Aber in diesem Haushalt findet sich auch was, worüber wir uns auch schon viele Jahre austauschen, nämlich endlich die Finanzierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit in diesem Land. Endlich haben wir es durch den Haushaltsvermerk hinbekommen, dass 700 Millionen Euro jährlich in Passiv-Aktiv-Transfer umgesetzt werden können. Und damit finanzieren wir eben auch die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten
für Langzeitarbeitslose, die jetzt auch wieder Vorbild sein können für ihre Kinder, weil sie morgens einen Grund haben, aufzustehen. Ich finde, das ist eine große Leistung, die wir da zusammen hinbekommen. Und drittens geht es eben auch um mehr Chancen in Qualifizierung in Zeiten der Digitalisierung. Es geht um bessere Mieten, es geht um vieles, vieles weitere, nicht nur in diesem Haushalt, sondern in der ganzen Woche. Und deshalb bin ich froh, dass wir in dieser Regierung Tag für Tag das Leben der Menschen besser machen. Wir müssen viel öffentlich darüber diskutieren, auch wo die Unterschiede zwischen den zwei Koalitionen oder drei Koalitionspartnern sind, weil nur dann kommt in diesem Land an, dass wir um dieses Leben der Menschen jeden Tag ringen. Ich bin froh, dass wir diesen Haushalt heute einbringen und eben mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Jetzt hat das Wort die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing, AfD.